Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Bernd von Berndwerk und heute geht es um eine Kapp- und Gehrungssäge. Ich wünsche viel Spaß mit diesem Video. Los geht's! Achtung, Achtung! Dieses Video könnte eine Produktplatzierung beinhalten. Nee, im Ernst. Ich habe keine Lust, hier so zu tun, als wüsste man nicht, um was für eine Firma es sich handelt oder um welches Produkt. Da steht nun mal überall der Firmenname drauf. Ist halt so, ich habe keine Lust, das abzukleben. Zum jetzigen Zeitpunkt hat mein Kanal ganze 80 Abonnenten. Ich denke, da ist es vielleicht glaubhaft, wenn ich sage, dass ich nicht von irgendeiner großen Firma gesponsert wurde. Vor etwa 2 Monaten beim Bau meiner Kapp- und Gehrungssäge habe ich festgestellt, sozusagen als Nebeneffekt dieses Projektes, dass meine Kapp- und Gehrungssäge hier, die ich schon seit etwa einem Jahr benutze, nicht hundertprozentig gerade Schnitte macht. Und deshalb soll es heute darum gehen, die Präzision noch einmal zu testen und gegebenenfalls das Ganze zu justieren, sofern das möglich ist. Bevor ich damit loslege, lasst mich euch die wichtigsten Funktionen der Säge ganz kurz zeigen. Im Grunde ist alles, was rot ist, wichtig, denn das sind Hebel, Schrauben und ähnliches, an denen man herumjustieren kann, an denen man die Winkel der Säge verstellen kann. Fangen wir mal hier oben an. Das da ist der Knopf, mit dem man den gesamten Arm herunterdrücken kann. Der Einschalter der Säge, der befindet sich auf der Rückseite und das ist der einzige Knopf, der nicht rot gekennzeichnet ist. Hier haben wir ein Drehrad zum Einstellen der Rotationsgeschwindigkeit des Sägeblatts nach Stufen. Das geht von Stufe 1 bis Stufe 6, wobei Stufe 6 laut Datenblatt des Herstellers einer Umdrehungszahl von 6300 Umdrehungen pro Minute entspricht. Hier oben drauf befinden sich noch 2 Knöpfe. Der eine aktiviert den Linienlaser, der zweite eine Arbeitsbeleuchtung. Hier unten befindet sich so ein roter Zapfen. Und dort das zugehörige Loch. Wenn der Arm unten in der Position ist, kann man auf diese Weise das Ganze fixieren. Dann gibt es hier unten noch diese Schraube. Das Ganze hat hier einen Posaunenauszug. Und mit dieser Schraube kann man den ganzen Arm fixieren. Bei diesem Knopf bin ich mir noch nicht ganz sicher. Er könnte dazu da sein, das Sägeblatt zu fixieren, wenn man das mal wechseln muss und auf der anderen Seite die Imbusschraube drehen möchte. Es könnte aber auch der Selbstzerstörungsmechanismus sein, von daher will ich den Knopf lieber nicht leichtfertig drücken. Mit diesen beiden Schrauben hier kann man die Tischverbreiterung lösen und auf jeder Seite ganze 7,5 cm ausziehen. Auch auf der Rückseite hier, da blitzt so eine kleine Schraube raus. Mit der kann man diesen Anschlag nach außen schieben. Und das gleiche auch nochmal auf der anderen Seite. Wenn man diesen großen Hebel hier vorne öffnet, dann kann man die gesamte Säge inklusive Posaunenauszug und diesem Teil hier um bis zu 50 Grad nach rechts oder links verschwenken. Und wenn man diesen Hebel wieder schließt, dann gibt es verschiedene Einrastpunkte. Jetzt zum Beispiel den bei 0 Grad, bei dem die Säge einrastet. Weitere Einrastpunkte auf beiden Seiten liegen bei 15, 22,5, 30 und 45 Grad. Eine Besonderheit speziell dieser Säge besteht sicherlich darin, dass man das Ganze in beide Richtungen um bis zu 47 Grad kippen kann. Dazu muss man zunächst einen der beiden großen roten Hebel hier hinten lösen. Davon gibt es einen auf jeder Seite und die sind miteinander verbunden. Dann löst man diese Arretierung hier in der Mitte und kann das Ganze zunächst um bis zu 30 Grad nach links oder rechts kippen. Weiter geht es nicht, weil die Auszüge des Posaunenauszugs hier an den Anschlägen anschlagen. Heißen sie deshalb Anschlag? Nein, ich glaube nicht. Nun ja, wenn wir die zur Seite gemacht haben, dann kommen wir bis zu 45 Grad weit. Und um die letzten 2 Grad rauszuholen, sollte das mal notwendig sein, muss man hier hinten
diesen roten Knopf drücken. Jetzt sind wir laut Skala bei 47 Grad. Auch hier gibt es diesen Einraster. Und wenn man den zumacht, dann rastet das Ganze ein bei 0 Grad oder 15 Grad, 22,5 Grad oder 33,9 Grad, ja, oder 45 Grad. Zum Schluss gibt es hier hinten noch diese beiden kleinen Plastikteile. Die gibt es auch nur auf der linken Seite. Die sind dazu da, sicherzustellen, dass der Arm, wenn gewünscht, nicht tiefer als bis zu einem gewissen Punkt abgesenkt werden kann. Dazu schiebt man mit diesem Plastikteil diesen Metallanschlag hier nach vorne. Mit dieser Schraube und der zugehörigen Kontermutter kann man dann die gewünschte Tiefe einstellen. Und fixieren. Und schon kann der Arm nicht weiter gesenkt werden, als bis dass die Schraube auf dieser Metallplatte aufschlägt. Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, sind die Zubehörteile. Gut, da wäre zum einen hier so ein Knick für den Staubsaugeranschluss, dann eine Klemmzwinge mit einer sehr coolen Funktion. Wenn man hier diesen Knopf drückt, kann man das Ganze einfach nach oben schieben. Die gehört links oder rechts hier hinten in so ein Loch hinein. Ja, und ich denke, dann ist klar, man kann ein Werkstück damit festzwingen. Und dann gibt es noch diese lange Schraube hier. Dort oben ist ein Gewinde. Das hier ist einfach nur ein Verlängerungsstab. Das Ganze gehört hier vorne rein. Und damit kann man diesen seitlichen Schwenkarm in jeder beliebigen Position, auch abseits der Einrastpunkte, fixieren. Was mir vor 2 Monaten hier so ein bisschen Sorgen bereitet hatte, das war ja die Präzision der 0 Grad Einrastpunkte. Also der Einrastpunkte, so wie die Maschine jetzt hier steht. Zuerst werde ich mal das seitliche Verschwenken testen, ob das, wenn hier 0 Grad auf der Skala steht, auch wirklich einen 90 Grad Winkel zum Anschlag bildet. Und dazu bereite ich diese Platte einmal vor. Für den Test benutze ich diese Multiplexplatte. Die hat hier oben eine absolut gerade Kante. Dazu werde ich jetzt einen rechten Winkel konstruieren. Und um sicher zu sein, dass eine etwaige Abweichung später des Schnittes von meiner Linie nicht an meinem Winkel liegt, mache ich diesen Umschlagtest und zeichne parallel zu der Linie, die ich gerade gezeichnet habe, eine weitere so herum. Und siehe da, die beiden Linien sind absolut parallel zueinander. Da gibt es keine Abweichung. Wäre der rechte Winkel hier nicht hundertprozentig im 90-Grad-Winkel, dann würden die beiden Linien so oder so auseinanderlaufen. Das ist nicht der Fall, also stimmt mein Winkel hier. Meinen Schnitt werde ich ebenfalls gleich nicht auf der Linie ansetzen, sondern leicht parallel dazu. Auf diese Weise kann ich den Abstand zwischen Linie und tatsächlichem Schnitt besser kontrollieren, als wenn ich die Linie während des Schnitts zerstöre. So, jetzt wackele ich hier noch mal ein kleines bisschen an meinem Schwenkarm. Mache den Hebel rein, lasse das Ganze einrasten. Und jetzt hat der Schwenkarm wirklich überhaupt kein Spiel. Der ist sehr fest. Ich vergrößere noch ein kleines bisschen hier die Auflagefläche. Und dann lege ich meine Platte mal an. Laser ein, Beleuchtung ein. Jetzt sieht man bereits, hier oben ist der Abstand zwischen Laser und Linie deutlich kleiner als hier. Das ist mindestens 1 mm Abweichung. Das sieht man vielleicht in der Kamera jetzt nicht besonders gut, aber ich kann das hier bereits mit Augenmaß gut erkennen. Also entweder ist nur der Laser schief, das wäre die gute Option, oder die gesamte Mechanik ist nicht hundertprozentig orthogonal zum Anschlag ausgerichtet. Das wäre schlecht. Von der Reichweite her passt's. Ah,
Ich habe hier noch den Stopper drin. Moment. So, jetzt kommen wir auch tief genug. Jawohl. Hier sieht man die beiden Linien, die ich gezeichnet hatte. Vor allem die linke Linie sieht man ganz gut, die habe ich dick nochmal nachgezogen. Und daneben der Schnitt. Die gute Nachricht ist, hier ist der Abstand der gleiche wie auf der anderen Seite. Ja, auch per Augenmaß kann ich hier keine Abweichung feststellen zwischen dem oberen und dem unteren Ende dieser Schnittlinie. Das ist wirklich parallel zu meinem Strich. Das ist gut. Das heißt, ich habe vor 2 Monaten bei meinem Projekt mit dem untergestellten Tischkreissäge irgendeinen Fehler gemacht, dass die Balken seitlich nicht hundertprozentig rechtwinklig geschnitten waren. Vielleicht war hier ein bisschen Sägemehl drauf und ich habe es nicht bemerkt. Keine Ahnung. Jedenfalls stimmt das Ganze. Das heißt, ich muss hier nicht anfangen, den seitlichen Schwenkarm hier zu justieren. Ich wüsste auch gar nicht, wie es gehen sollte, ehrlich gesagt. Da bin ich dann doch sehr zufrieden mit. Darf man natürlich bei einem Produkt, was ungefähr 500 Euro kostet, auch erwarten. Aber Kontrolle ist ja bekanntermaßen besser. Vielleicht hatte ich mich beim letzten Mal aber auch zu sehr an dem Laser orientiert. Denn wie der Test hier gerade gezeigt hatte, ist der Schnitt zwar richtig, aber die Laserlinie, die weicht hinten und vorne ab. Das heißt, ich muss den Laser justieren oder werde ihn einfach nicht benutzen. Ein Test steht aber noch aus und das ist der Test, ob die Säge jetzt wirklich hundertprozentig senkrecht schneidet oder doch leicht schräg, wie ich es ja vermutet hatte. Dazu habe ich mir auf das Stück, was ich eben abgeschnitten habe und dessen untere Kant wiederum absolut gerade ist, einfach mal hier mehrere 90-Grad-Linien aufgezeichnet, an denen werde ich jetzt entlang schneiden, beziehungsweise leicht parallel dazu. In diesem Fall muss ich leider sagen, kann ich eine deutliche Abweichung unten und oben erkennen, schon per Augenmaß. Das seht ihr sicherlich auch. Das heißt, dieser vermeintlich senkrechte Schnitt war jetzt tatsächlich nicht senkrecht. Ich werde das jetzt noch 2-3 Mal wiederholen. Ganz einfach deshalb, weil ich denke, dass durch das Gewackel die Einrastposition vielleicht zu viel Spiel haben könnte. Möglicherweise ist es mal senkrecht, mal zu weit rechts, mal zu weit links. Sollte es sich wiederholen, dann ist es immerhin ohne Spiel, muss aber trotzdem korrigiert werden. Ich finde das Ergebnis nicht ganz eindeutig. In manchen Fällen wie hier oder hier oder hier, da ist der Abstand zwischen Linie und Schnitt meines Erachtens nach unten deutlich kleiner als oben. Hier ist er größer als da, hier ist er größer als da, das war auch der erste Schnitt. Aber in anderen Fällen wie hier, hier oder auch hier kann ich da keinen großen Unterschied erkennen. Meine Vermutung liegt also darin, dass es sich nicht hier um ein grundsätzliches Problem in der Justierung handelt, sondern dass das Spiel hier ein kleines bisschen zu groß ist. Jetzt, wo ich das weiß, und das habe ich auch eben beim Sägen schon so ein bisschen getestet, kann ich das ausgleichen, indem ich die Säge immer leicht nach links drücke, bevor ich sie fixiere, denn das Spiel scheint nach rechts zu sein. Das heißt, auch hier werde ich jetzt nicht anfangen, die Säge auseinanderzubauen, sondern werde erstmal versuchen, mit diesem Spiel klarzukommen, behalte das aber weiter im Auge und muss da gegebenenfalls die Säge dann doch noch neu justieren, wenn das überhaupt möglich ist. Mein Fazit der heutigen Aktion:
Zunächst einmal bin ich froh, dass ich diesen Test gemacht habe und endlich Gewissheit darüber habe, was funktioniert und was vielleicht nicht so gut funktioniert. Ich habe drei Dinge herausgefunden. Erstens, die Arretierung in der seitlichen Schwenkung, die ist ziemlich präzise. Zweitens, der Laser ist ziemlicher Murks. Da müsste ich nachjustieren, aber ich denke, ich entscheide mich einfach dafür, ihn nicht zu benutzen. Vorher ging es ja auch ohne. Und drittens, der Schwenkarm hat in dieser Kipp-Eigenschaft ein großes Spiel. Ich muss den leicht nach links drücken, bevor ich ihn hinten festzurre. Dann schneidet er senkrecht. Wenn ich zulasse, dass er zu weit nach rechts steht, dann wird der Schnitt entsprechend schräg. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu enttäuscht, dass ich euch nicht zeigen werde, wie man diese Säge auseinandernimmt, daran herumbastelt und sie wieder zusammensetzt. Um ehrlich zu sein, ich bin ganz froh, dass ich es nicht machen muss, denn erstens habe ich davon keine Ahnung und zweitens ist das auch nicht meine Art von Arbeit, die ich mag. Maschinen auseinandernehmen, meine ich. Das überlasse ich anderen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl.